Moin, hallo und willkommen zurück zu Nightmares from the Deep 3 oder das Grauen aus der Tiefe 3, Davy Jones. Davy Jones hat unsere Tochter gehen lassen, beziehungsweise unsere Tochter Cory. Und jetzt bin ich auf der Suche nach dem Medaillon. Das Medaillon versteckt sich hier in dem Boot. Und ich habe alles abgesucht nochmal, ob ich die Karten finden konnte. Ich habe leider keine gefunden, das ist echt schade. Ich hoffe, dass die hier vielleicht noch irgendwo sind. Ich brauche zwei Karten eigentlich noch. Das ist echt ein abgefahrener Mechanismus, Mann. Das ist das Medaillon. Das muss ich jetzt eigentlich zurückbringen. Ich weiß nicht, ob ich mit ihm nochmal reden muss. What have I done with the medallion? Du bleibst da, okay. Ich brauche noch zwei Piratenkarten, aber ich finde die leider nicht mehr. Ich gehe jetzt mal zu O'Malley. Ich muss zur Hütte zurückgehen. Okay, hier. Is the biggest treasure I've ever had. I release everyone from the deals I've made. It's over. You've freed everybody from the deals with Davy Jones. We can go home. Das war also Nightmares from the Deep 3, das Grauen aus der Tiefe 3, Davy Jones. Das war also der Schatz, den wir die ganze Zeit gesucht haben. Das Medaillon, das seine Tochter gemacht hatte für ihn, um ihm Glück zu bringen. Damit er halt wieder heile nach Hause kommt, sozusagen. Der war also Fischer. Und hat sich dann weitergearbeitet zum Kaufmann. Und hat dann später mit den Piraten zusammengearbeitet, um dann die anderen auszustechen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Oder... Naja, er sagte halt, ihnen eine Lehre zu erteilen. Fand ich auch ziemlich interessant. Hat dann aber die Piraten betrogen. Ich weiß nicht, ob das aus Gier war oder sowas dann halt, weil er seiner Tochter eigentlich alles bieten wollte. Und hat damit dann eigentlich sozusagen das Schicksal von ihr besiegelt gehabt, dass sie halt angegriffen wird. Jetzt haben wir sozusagen sie befreit von ihrem... Ja, von ihrem Bund, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Von ihrem Versprechen. Und er hat sozusagen dann alle auch befreit wieder. Ich weiß nicht, ob es noch eine andere Möglichkeit gegeben hätte, aber die Karte hat mir gesagt, ich sollte da hingehen. Von daher bin ich dann auch hingegangen. Sie ist ja jetzt in der letzten Szene sogar noch aufgewacht. Jetzt die Frage natürlich, ist er jetzt gestorben und sie dafür jetzt wieder am Leben irgendwie? Ich weiß nicht genau, ob sie gerettet werden konnte und musste dann aber irgendwie eingefroren werden, weil sie ja noch irgendwie den Schock hatte oder so, dass sie stirbt. Ich bin mir nicht sicher. Das ist alles noch so ein bisschen, ja, wie soll man das sagen? Spekulation. Die letzten beiden Karten habe ich leider nicht gefunden. Das ärgert mich ein bisschen. Ich weiß leider nicht, wo die waren. Ich habe nochmal alles abgesucht halt. Vielleicht habe ich das auch nicht in Ruhe abgesucht. Das war ein bisschen schade. Das ist halt noch so eine Sache. Ah, es war ein schönes Spiel. Die Wimmelbildspiele, muss ich zugeben, waren schon eine Nummer härter, muss ich zugeben. Damit hätte ich nicht gerechnet. Also die waren schon um einiges anders. Die Animationen fand ich super, muss ich zugeben. Das hat echt noch so ein anderes Flair da reingebracht. Die Story war auch super. Danke an alle, die daran gearbeitet haben und die Leute unterstützt haben. Ich habe es jetzt echt genossen, muss ich zugeben. Und
Ja, Mahjong muss ich mal gucken, ob ich das mal ausprobiere. Vielleicht nochmal die Mahjong-Rätsel oder sowas. Weil irgendwie, weiß nicht, Mahjong, das erinnert mich ein bisschen an Domino, habe ich das Gefühl. Aber weiß nicht, ob das auch so richtig gespielt wird oder ob das nur die einfache Edition ist. Ja, das war halt nochmal Nightmares von Sleep 3, da stand es gerade. Jetzt kann ich das Bonuskapitel spielen. Das werde ich auch noch spielen, aber ich würde sagen, das mache ich dann in einer anderen Episode. Die war jetzt ein bisschen kurz, muss ich zugeben. Die hat nicht so lange angehalten, das tut mir leid. Aber, wir können ja nochmal das Bonus-Material gerade durchgucken. Wenn wir gerade hier sind, gucken wir mal gerade in die, Erfolge kann ich auch nochmal kurz reingucken. Das Deck, was ist das denn, das Deck? Achso, die Sachen, die ich gefunden habe, oder wieder was? Was ist das? Nicht überspringen. Beende alle Rätsel, ohne die Überspringen-Taste zu müssen. Okay, was ist das hier? Der Alchemist braue den Trank von O'Malley. Okay, was ist das hier? Der Fluchtplan als aus Davy Jones Zelle entkommen. Überspringen. Beende drei Rätsel, ohne die Überspringen-Taste zu nutzen. Seepferdchen an Land. Finde ein glänzendes Seepferdchen. Das habe ich hingekriegt. Da sind sie noch alle. Hier haben wir noch eine Glocke. Goldener Hinweis. Finde den Hinweis auf den Schatz von Davy Jones. Okay. Und hier, geheimes Talent. Beende das Wimmelbildrätsel mit weniger als 4 Fehlklicks. Was ist hier fesselndes Thema? Zu den Zellen gegangen und Cory gefunden. Aha, gibt es hier noch mehr vielleicht? Oder hätte ich noch mehr finden können? Ich weiß es leider nicht. Das kann ich nicht genau sagen. Unterdeck. Da fehlen tatsächlich noch Sachen. Hier. Bis zum letzten. Beende alle Wimmelbildrätsel ohne Hinweise. Ja, eine Information brauchte ich leider, weil ich da echt nicht weiterkam. Mit den Druckknöpfen. Das war ein bisschen ärgerlich, muss ich zugeben. Eifrige Leser liest 10 Pop-Ups im Spiel. Okay. Super spüren. Finde 5 verborgene Objekte innerhalb von 5 Sekunden. Das habe ich auch nicht gefunden. Naturliebhaber. Nimmt zu 16 Tieren auf der Insel Kontakt auf. 16 Tiere? Okay, das habe ich nicht gesehen. Es waren ein paar Tiere da, die ich anklicken konnte. Aber 16 Tiere hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das habe ich nicht gesehen. Da habe ich auch gar nicht drauf geachtet, muss ich zugeben. Mahjong Spaß. Beende 3 Wimmelbildrätsel, indem du Mahjong spielst. Ja gut, das habe ich nicht gemacht, weil Mahjong ist nicht ganz so mein Fall. Ich mag die Wimmelbildspiele lieber. Auch wenn sie zwischendurch immer das letzte oder vorletzte Teil noch fehlte, da dann. Ah, ich mag das gerne so ein bisschen suchen und sowas da. Kein Erinnern. Hör dir alle Geschichten der Wächter an. Spezialtür. Öffne das verbotene Tor. O'Malley, geh zu O'Malleys Versteck. Das haben wir gemacht. Glückssträhne. Beende 6 Wimmelbildrätsel in Folge ohne Hinweis. Zauberstunde. Bring die Hexe dazu, dir zu helfen. Das haben wir hingekriegt. Scharfschütze. Beende ein Wimmelbildrätsel in weniger als einer Minute. Okay, das habe ich auch hingekriegt. Tierliebhaber. Nimm mit 3 Tieren auf der Insel Kontakt auf. Ja, das haben wir hingekriegt. Sonst war hier nichts mehr. Scharfschütze. Ne, das war es dann schon. Ne? Da haben wir dann auch alles. Gut, hier fehlen tatsächlich 3 Sachen. Gut, die Tiere hätte ich jetzt nicht gedacht. Und gut, mit dem Hinweis war auch ein bisschen ärgerlich. Halt. Ich hätte das gerne ohne Hinweis hingekriegt. Ich musste aber einmal, muss ich tatsächlich Informationen checken. Was ist das hier? Spielexperte. Beende das gesamte Spiel im Expertenmodus. Oh, nee, das wäre mir zu hardcore, glaube ich. Sammelobjekte. Was haben wir denn hier? Näheres zum Pakt. Herausgefunden, wie der Pakt widerrufen werden kann. Das haben wir hingekriegt. Das Gesamtbild. Finde alle verborgenen Puzzleteile. Das habe ich hingekriegt. Sein Geheimnis. Herausgefunden, was Davy Jones im Eishaus versteckt. Küchenlegende. Wiedersehen mit Cory. Rätselhafter Fund. Finde das erste verborgene Puzzleteil. Habe ich das gefunden oder nicht? Weil hier so ein Puzzle-Dings ist mit einer Muschel dran. Doch, scheint so, ne? Sonst hätte ich das, könnte ich das hier anklicken. Kein Geschäft. Widerrufe alle Pakte. Was haben wir hier? Kein Geschäft. Widerrufe alle Pakte. Achso, das gehört zusammen. Spezialkarte. Finde die erste Piratenkarte. Die habe ich tatsächlich gefunden. Was ist das hier? Kartensammler. Finde alle Piratenkarten. Ja, das ist ein bisschen schade. Habe ich leider nicht gefunden. Da fehlten mir 2. Ich habe die aber auch nicht mehr gesehen. Die müssen irgendwo noch gewesen sein, wo ich sie nicht so schnell finden konnte. Oder das ist mir einfach nicht aufgefallen. Hatte ich ja leider bei den Wimmelbild-Szenen auch, wo man einen Teil nicht finden konnte, so einfach. Aber naja. Filmfreak. Sieh dir 5 Filmsequenzen an, ohne sie zu überspringen. Okay. Ah, dann habe ich hier 4 Sachen habe ich tatsächlich nicht beendet. Okay. Damit hätte ich nicht gerechnet. Piratenkarten hier. Kapitän Switcher. Da ist der Typ in dem... im Käfig. Hätte ich da noch eine Karte finden können? Weil ich bin bei dem gewesen, aber ich habe es nicht gesehen.
zweiter Nelson. Das ist der erste Nelson, zweiter Nelson. Den zweiten Nelson habe ich auch gesehen. Dann war die Karte bestimmt da, als ich den Vogel anklicken konnte. Das ist ja ärgerlich. Das ist mir nicht aufgefallen. Ich habe den Vogel gesehen, dann habe ich ihn aufgeweckt. Dann hätte ich die Karte da wahrscheinlich rausholen können aus der Szene. Und hier war das bestimmt auch irgendwie oben mit dem Dude, der da im Ding entziehen. Das ist schade. Seepferdchen habe ich alle gefunden. Korallen-Seepferdchen Hippocampus Anthosoa. Aha, was ist das hier? Gehörntes Seepferdchen Hippocampus Cornutus. Anthosoa Cornutus. Und du bist? Drachenseepferdchen. Hippocampus Draconem. Okay. Ach krass, hier sind noch mehr. Das sind alles die, die ich gefunden habe. Aurelius. Okay. Das Aurora-Seepferdchen. Makulosus. Geflecktes Seepferdchen. Goblin. Kobold-Seepferdchen. Gibt es hier eigentlich wirklich? Oder sind die nur singendes Seepferdchen? Das wäre aber abgefahren. Kantus. Aha. Mitis. Liebes-Seepferdchen. Okay. Royales Seepferdchen Regius. Krass. Geisterseepferdchen Umbrabilis. Mann, das ist ziemlich abgefahren hier. Diva-Seepferdchen Diva, okay. Sonnenstrahlseepferdchen Aprikus. Abgefahren. Dann die Puzzleteile hier noch. Die größten Schätze erkennt man nicht mit den Augen, aber mit dem Herzen. Das stimmt schon. Das ist also, sind also diese Puzzleteile gewesen. Das war also das Bild, was wir am Anfang, das habt ihr jetzt nicht gesehen, bevor das Spiel losgegangen ist, war das der Ladebildschirm sozusagen. So ein bisschen mit so Vogelgezwitscher. Und sie hat sozusagen gespielt dort, während ihr Vater auf, ja, wie soll man das sagen? Ihr Vater halt am Fischen war. Das ist ja krass gewesen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Da ist sie wieder. Na gut. Jetzt habe ich hier so viel gequasselt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und ja, wenn ihr wollt und noch da geblieben seid, Dankeschön dafür. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder im Bonuskapitel. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.